Hallo Tina. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hör mal, am Wochenende möchte ich mal Freunde einladen. Was würdest du mir empfehlen? Wenn du keine Arbeit haben möchtest, Flammkuchenparty. Das ist gut, ich möchte keine Arbeit haben. Was brauche ich alles dafür? Manche machen den Teig selber. Aber wie willst du so hauchdünn einen Flammkuchen hinbekommen? Du willst keine Arbeit, du willst nicht in der Küche stehen und vorher den Teig machen. Mit 10 Tonnen Heißpresse werden die Böden gemacht. Bekommst du nicht so dünn hin, oder? Auf keinen Fall. Also, Flammkuchen. Dann nehmen wir den ja noch. Wie viel brauche ich denn? Also man sagt eigentlich, dass ein durchschnittlicher Erwachsener 1,5 Flammkuchen isst. Es kommt darauf an, ob du noch einen Süßen anbietest. Dann kann sein, dass es ein bisschen mehr wird. Ja, meine Kumpels essen sehr viel. Also ich würde da 2 rechnen. Und was ist mit den Sachen, die übrig bleiben? Kann ich die verwahren? Kann ich die im Kühlschrank legen oder was muss ich damit machen? Also die Päckchen, die noch zu sind, 4 bis 5 Wochen, gar kein Problem. Okay. In normalen Kühlung. Die offenen würde ich dir anraten, wenn du weißt, dass du es, oder auch die Zunen, wenn du weißt, dass du nicht mehr brauchst, einfrieren. Bis zu einem Jahr keine Gefahr. Und durch unser Pergaminpapier kannst du sogar leicht auseinander trennen im gefrorenen Zustand. Okay. Also für jeden einfach zu handeln. Auf jeden Fall. Optimal, das ja. Machen wir. Ganz, ganz wichtige Zutat natürlich, weil man will ja den Teig nicht roh essen, ja. Ist eine Creme. Wir verwenden eine mit Bibeles Käse. Du kannst sie natürlich auch gerne selber mischen. Da haben wir das Gewürz dafür. Okay. Gibt kein Rezept, Schmand, Creme fraiche, jeder wie es will. Und das kann man alles auf Flammkuchen 24 bestellen? Genau. Wir haben die frische Teiglinge, Creme, Speck wird natürlich auch sehr, sehr benötigt. Schön streufähig, schönes mildes Raucharoma, einfach lecker. Zum Servieren, hast du da was? Ja, ich habe ganz normale Teller, wir im normalen Haushalt, also ich habe sonst nichts. Teller, ein Teller auf dem, für den ovalen Flammkuchen, das geht ja nicht. Und ganz, ganz wichtig, Porzellan ist kalt. Du musst es höchstens vorheizen. Deswegen raten wir an, Servierbretter. Schönes Birkenholz, Multiplex, ist sogar Spülmaschine geeignet. Das ist sehr gut für mich. Rollmesser mit auf den Tisch, es wird geschnitten und jeder nimmt sich ein Stück. Darf ich mal? Oh, sehr handlich. Und ich glaube, sehr scharf. Nächstes Mal machen wir das aber mit Flammkuchen drauf. Das wäre mir am liebsten. Man kann nicht nur Speck und Zwiebel drauf machen, was der klassische eigentlich ist. Du kannst eigentlich alles. Wir haben hier Maserano, Rucola. Für weitere Rezepte kannst du bei flammkuchen24.de einfach auf die Homepage gehen. Da findest du ganz leckere Vorschläge, Inspirationen.